Wie kann man nach einem Slogan in Abhängigkeit einer bestimmten Zeitfolge in einer Pressedatenbank recherchieren? Das heute das Thema in der Welt der Datenbanken. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Michael Clemens, Information Professional von Infobroker.de. Und heute fangen wir an mit einer kleinen Kombinationsrecherche. Wir recherchieren nämlich nach einem, in Anführungszeichen, Slogan in Verbindung mit einem Zeitraum. Und das schauen wir uns genauer an in der Datenbank Werben und Verkaufen beim Datenbank-Host Genius. Werben und Verkaufen ist einer der bekanntesten Fachzeitschriften der Marketing- und Werbebranche. Und wie man jetzt dort einen Slogan in Abhängigkeit zu einem bestimmten Zeitraum recherchiert, da steigen wir jetzt konkret ein. Wir befinden uns auf der Suchmaske der Zeitschrift W&V Werben und Verkaufen im Datenbank-Host Genios. Und zuerst wollen wir uns kurz über die Datenbank informieren. Wir gehen wieder wie gewohnt hier auf dieses I. Wie man die Datenbank innerhalb von Genios findet, das haben wir mal in einem anderen Tutorial dargestellt. Das verlinke ich jetzt als Einblendung oben. Dann können Sie sich das auch noch anschauen. Also wir gehen hier auf das Info-I und bekommen jetzt Informationen zur Datenbank der Zeitschrift W&V mit dem Bestand ab 1993 bis heute. Ja, das heißt, wir haben hier einen sehr weitreichenden Datenbestand, der auch wöchentlich aktualisiert wird. So, wir wollen jetzt mal ein wenig mit der zeitlichen Eingrenzungsfunktion arbeiten und gehen folgende Anfrage einfach mal an. Wir suchen, indem wir jetzt auf die erweiterte Suche gehen, im Volltext das Zitat, und das geben wir tatsächlich als Zitat ein. Das Zitat, was viele so kennen, Geiz ist geil. Und vielleicht erinnert der ein oder andere sich dran, dass das mal Saturn als Werbekampagne aufgegriffen hat. Und jetzt kommt die Fragestellung auf, wann war das denn? So, damit wir genau dieses Zitat finden, gehen wir jetzt auf Geiz ist geil und schicken das Ganze jetzt mal ab. Wir machen noch nichts mit zeitlicher Eingrenzung und bekommen jetzt unsere Treffer und sehen hier, wir haben jetzt, wenn wir das so suchen, 178 Treffer, wenn wir das Zitat Geiz ist geil suchen. So, und jetzt haben wir folgende Möglichkeit. Wir können hingehen und können das Ganze zeitlich eingrenzen oder wir sagen, wann ist es das letzte Mal erschienen und gehen jetzt mal ganz zum Schluss hier auf die 18 und stellen fest, aha, das Ganze ist erschienen hier 2002 als aktuell oder als älteste Meldung mit diesem Zitat. Ja, das können wir so durch dieses Klicken durchführen, aber das funktioniert teilweise nicht so gut, wenn wir relativ viele Treffer haben. Ja, also wenn wir jetzt mal Folgendes machen, wir geben jetzt mal den Begriff Internet ein und dann wird es etwas schwieriger und schicken das Ganze mal als Begriff ab. Und natürlich wird es jetzt so sein, dass wir recht viele Treffer haben, zwangsläufig. Wir haben 21.487 Treffer, wo Internet drin vorkommt. So, und jetzt wird es etwas aufwendig. Die letzte Ziffer hier ist die 7. Wenn wir jetzt auf die Einstellungen gehen, können wir das Ganze in der Treffermenge noch ein bisschen ausweiten. So ein. Aber auch selbst jetzt wird das natürlich sehr aufwendig. Und wir wissen, 1993 ist das Ganze erschienen und wir bilden jetzt einfach mal einen Filter, dass wir sagen, wir gehen vom 1.1.1995 oder 1993 bis 1995. So, und damit wir das Datumsformat kennenlernen, gehen wir hier auf das Datumsformat, geben das einfach mal mit dem heutigen oder mit einem der heutigen Daten ein, um das Format kennenzulernen. So, wir nehmen jetzt einfach, wir haben es gesehen, so ist es aufgebaut. 1.1.1993 bis 1.1.1996. Das nehmen wir jetzt einfach mal für diesen Begriff Internet, schicken das Ganze jetzt mal ab. Und bekommen natürlich jetzt weitaus weniger Treffer. Und jetzt können wir das Ganze wirklich nach hinten hin aufrollen, indem wir hier mal den letzten Eintrag nehmen, die 7. Und das Ganze wird jetzt entsprechend auf
die Erstausgabe hier runtergebrochen und wir sehen jetzt, das erste Mal kam der Begriff Internet tatsächlich hier vor, am 26.03.1993 in der W&V. Das heißt, wir haben hiermit relativ schön die Möglichkeit, historische Suchen durchzuführen. Also es gibt also mehrere Möglichkeiten. Man kann sich jetzt hier sehr mühselig durchklicken oder man geht hier über die Datumseingrenzung. Das ist manchmal so ein bisschen Schätzverfahren. Die Zeit muss man sich dann einfach entsprechend nehmen. Pressedatenbanken können weitaus mehr, was man zum Beispiel von Google News kennt. Sie können hier ganz detailliert nach entsprechenden Zeiträumen eingrenzen. Es gibt noch weitere Möglichkeiten der Kombination innerhalb von Pressedatenbanken, aber das schauen wir uns in den kommenden Beiträgen alles mal Schritt für Schritt in Ruhe an. Fangen Sie leicht an zu recherchieren, dann macht es auch mehr Spaß, als direkt alles auf einmal erlernen zu wollen. Das ist ein guter Einstieg, um überhaupt die Welt der Datenbanken kennenzulernen. Sie haben Fragen oder Anmerkungen? Immer her damit in den Kommentarbereich hier auf YouTube. Und natürlich freue ich mich, wenn Sie das Ganze weitergeben, teilen, ein Like hinterlassen und natürlich den Kanal ins Abonnement nehmen. So sind Sie immer informiert, wenn neue Beiträge aus der Welt der Datenbanken erscheinen. Bis dahin, viel Spaß bei der elektronischen Recherche und vor allen Dingen viel, viel Erfolg. Bis bald, sagt Michael Klems von infobroker.de.